Eine neue Folge. Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Wir haben Xena ihr pinkes Halsband gegeben, wie wir es ihr versprochen haben. Und da es ein Abenteuerhund ist, darf sie natürlich jetzt auch in der Abenteuerhöhle leben. Gut, Diamanten. Tada! Wir haben ein Stack Diamanten voll und dann nochmal 10. Total grandios, möchte ich sagen. Dann wollen wir ja unser Krams verzaubern. Also wir wollten ja verzaubern. Die Truhe kann hier weg. Die muss hier nicht mehr sein. So. Und ich glaube, hier habt ihr gesagt, ihr fandet das mit der Stufe schöner, richtig? Mhm. Mit einer Stufe fandet ihr das schöner. Wo habe ich jetzt die Stufen? Da drüben, ne? Ich glaube, hier drüben. Ist alles noch nicht so richtig gekennzeichnet. Nein. Da. Ah, da sind die Stufen. Okay. Dann machen wir das noch mit der Stufe. So. Und so. Und dann kann das Schild ja dann auch hier drüber. So. Ja, das geht. Na, und das ist jetzt so eine richtig schöne Truhenecke. Hier für unsere beiden Verzauberungstruhen. Ja, was machen wir? Verzaubern wir Bücher oder reparieren wir einen Spezialgegenstand? Wo haben wir denn... Warte mal, haben wir das immer noch oben? Sag mal, haben wir das nicht hier runtergebracht? Da haben wir das, da haben wir das. Kann noch sein, dass es noch oben in der Abenteuerkiste ist, in der alten. Schauen wir doch mal. Ah ja, okay, alles klar. Die ganzen Sachen müssen sowieso runter. Die ganzen Sachen müssen sowieso runter. Die können nicht in dieser Truhe bleiben. Die müssen jetzt in eine spezielle Kiste. Hier unsere ganz tollen verzauberten Sachen. Kommen jetzt hier unten in die Truhe. Wie sich das gehört, ne? Erstmal in diese. Dann machen wir vielleicht auf die einen Seite Waffen. Waffen. Das ist ja auch eine Waffe, ne? Es war ein Bogen. Braucht eigentlich nicht eine Schmiede, aber alles. Ja, doch. Alles gut. Und Plünderung, das behalten wir erst nochmal. Und auf die andere Seite würde ich dann Werkzeug machen. Okay. Da gucken wir dann gleich mal, was wir jetzt alles haben und was wir da eventuell reparieren können. Das ist eine Waffe. Werkzeug. Das ist nicht verzaubert, das braucht da nicht mit rein. Wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, schauen wir mal. Das ist Haltbarkeit, bla bla bla. Glück 3, effizient. Oh, das ist ja okay. Wir haben hier noch eine Schaufel, eine Diamantschaufel. Und das ist unsere Behutsamkeitsspitzhacke. So, dann gehe ich mal hier rüber in die Schmiede. So. Wenn ich die jetzt reparieren will, brauche ich einen Diamanten, natürlich. Oh, wir haben so wenig nur. Was war das denn? Ein Diamanten. Und das Ding. Und dann, ach, die Eisen. Nein. Behutsamkeit, da ist sie. Das würde uns 15 kosten, dann ist die aber fast wie neu. Okay. Und wenn wir da noch Haltbarkeit draufpacken, haben wir das noch irgendwie als Buch? Haltbarkeit? Wo haben wir denn die Bücher? Ach, hier. Natürlich hier. Hier haben wir die Bücher. Schärfe haben wir, Feuerschutz haben wir. Nemesis der Gliederfüßer, Schutz. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Passt auf. Ich repariere die jetzt erstmal. Behutsamkeit 1. Mehr als 1 gibt es sowieso nicht. So, jetzt haben wir noch 20 Level. Und für die 20 Level würde ich dann eventuell ein Buch verzaubern. Dafür müssen wir aber erstmal ein Buch haben, ne? Okay, dann packe ich die jetzt wieder hier rein. Genau, so machen wir's. Und hier, die Spinnenweben, die kommen hier hinten in die Kiste. Ach, herrje, ist das alles ein Aufwand. Die Spinnenweben kommen hier rein. So. Und die Schienen, die nehmen wir jetzt mit. Das Gold kommt gleich in die Schatztruhe, sozusagen. Ja, Schienen alle hier rein. Zack. Nee, Quatsch, nehmen wir mit. Habe ich doch gerade gesagt. Ha. Okay, und ein bisschen Eisen sollten wir uns mitnehmen. Das haben wir jetzt alles schön bei Volko gelassen. Dann bringen wir jetzt die Schienen zu Volko. So machen wir es. Juhu. Ja, ist jetzt eine relativ kurze Aufnahme. Werden nur 2 Folgen werden, weil ich ja dann den Alex empfangen will. Und weil es noch einiges gibt, was noch anliegt, ne? Der UFO-Mann kommt vorbei. Und dann können wir ihn mal fragen, was das sollte, dass er deinen Dorfbewohner getötet hat. Einfach so mal, ne? Das geht ja eigentlich nicht. Und hier ist ein Ei.
Und, ach, ich bin endlich wieder zu Hause. Was zum Teufel soll ich mit diesem Ei? Pam. Und ihr steht da drinnen. Ihr könnt ja aber ruhig mal rauskommen. Wo ist denn der neue Bewohner hier von uns? Schon wieder weg? Kommt mal raus. Ja, kommt mal raus. Ja, du. Hier, rauskommen. Gefällt euch da, oder was? Hm. Okay, wenn es denen da gefällt, na gut. Dann sollen sie halt machen, was sie wollen. Und hier ist ein Schwein entkommen, habe ich gerade gesehen. Und die Türen klappern am laufenden Band. Und wir haben jetzt schon ziemlich viele Schienen eigentlich. Und das ist dann gut für unser Bahnhofprojekt, was ja bald startet. Okay. Ich nehme ja mal ein bisschen Eisen. Und ein paar Stickies. Damit wir uns ein paar neue Werkzeuge machen können. Natürlich nicht hier. Jetzt muss ich ganz kurz schauen. Das Gold. Ja, muss nochmal in die Schatzkammer. Ja, naja, schleppen wir es mal mit uns rum. Können wir uns eine schöne neue Krone... Ah, ich habe immer noch den Stahlhelm auf. Wollte ich schon sagen. Den Eisenhelm auf. Da will ich natürlich wieder... Na, hier, ihr wisst schon. Eine Krone tragen. Wie sich das für einen Bürgermeister ziemt. So, na, guck mal, wie fertig die ist. Da müssen wir auch was machen. Da müssen wir auch was machen. Aber die reparieren wir nicht. Die hängen wir uns da im, an die Wand. Genau, das machen wir auch. So, jetzt geht die nächste Baustelle los, Freunde. Nicht schimpfen. Der Turm ist ja auch noch im Bau. Und hier unsere Kathedrale. Auch. Wir haben so viele Baustellen immer. Ja, ja. Und es spielt ein schönes Weihnachtslied. Und so langsam passt es ja auch wieder. Wir gehen immer mehr auf Weihnachten zu. Wir haben schon wieder September, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist unglaublich, oder? Ja, wie machen wir das hier? Ich hätte hier gerne eine Doppelwand. Okay, pass mal auf. Hier haben wir ja bestimmt ganz viel Kram drin. Ja. Habe ich nicht anders erwartet. Ja, habe ich nicht anders erwartet. Ich würde nämlich außen ganz gerne. Bei dieser Doppelwand. Okay. Die Fackeln hatte ich mir ja so als Markierung gesetzt, wo dann die Pfeiler hinkommen. Im Grunde. So, das machen wir genau wie hier. Nur doppelt. Ja, okay. Habt ihr nicht verstanden? Macht nichts. Nur doppelt. Okay, dann hier einer hin und hier einer hin und dort einer hin. Ist das denn so symmetrisch? Nö, nicht wirklich, ne? Ist eigentlich alles andere als symmetrisch. Ich mach das erstmal so, wie ich das hier vorbereitet habe. Machen Sie es so. Okay, das heißt, das wären dann hier so unsere Pfosten. Du Pfosten. Man könnte das natürlich noch einen rausziehen, aber hier soll ja die Wand hin. Okay, passt mal auf, Freunde. Ja. Hier soll die Doppelwand hin. Ist das zu eng? Mal gucken, für eine Doppelwand, dann steht man direkt vor. Und hier soll nämlich die Postfächer hin. Haha, Postfächer. Okay, dann baue ich jetzt mal unten die Reihe mit dem normalen Cobblestone. Also, ne, klassische Bauart. Bauernart. Wie hoch soll denn das Ganze werden? So. Ja, machen wir das erstmal so. Ich überlege jetzt gerade, wie das aussehen könnte. Ja, ist blöd, dass wir dann hier... Das gefällt mir nicht. Moment. Das gefällt mir noch nicht so richtig. Zack und so. Fertig, neue Spitzhacke. Da haben wir noch eine gehabt, aber das macht nichts. Das macht gar nichts. Ja, das, nee, das gefällt mir nicht. Den Pfosten, den würde ich rausnehmen. Den würde ich rausnehmen. Den Eingang machen wir uns auch hier hin, ne? Und den dann auch raus. Weil sonst haben wir keine richtig großen Flächen für das. Ja, genau. Und dann nämlich genau hier hin. Dahin kommt er. Für den Lehm, für den gefärbten Lehm. Und da will ich ja schon eine große Fläche auch haben. Und vielleicht sollten wir den hier noch einen raussetzen. Passt mal auf. Wenn wir den jetzt hier noch einen rübersetzen, dann wird der Platz zwar hier noch ein bisschen kleiner. Aber dann haben wir hier zwei, drei. Ja, das passt. Das ist besser. Gefällt mir viel besser. So, machen wir die untere Reihe dann aus, aus Kobbel? Ja, würde ich schon sagen.
Okay, und hier wäre dann die Doppelwand. Ja, das passt, Freunde. Und die Etage würde ich so hoch machen wie, passt auf, 1, 2, 3, 4, wie da. Moment, kommen wir da jetzt dran, müssten wir eigentlich. So, es soll aber nicht zu groß, es soll eine ganz kleine Poststation werden. Also möchte ich sogar einen flacher machen. Ja. Gucken. Ja, ja, das gefällt mir gut. Ich glaube, wir haben hier hinten noch ein Bett stehen, oder? Haben wir das mitgenommen? Nö, da steht da noch. Oh, ich glaube, ist gerade ein Flugzeug rübergeflogen. Ah, guten Morgen. Da sind wir wieder. Und die Musik ist gerade total dramatisch, was überhaupt nicht passt. Was für eine Playlist habe ich denn da? Ist das die Dorf-Playlist normalerweise? Okay, jetzt machen wir schnell weiter. Mal sehen, ob wir es schaffen, hier echt noch jetzt möglichst weit zu kommen bei diesem kleinen, bei der kleinen Poststation. Wäre mir schon ganz lieb. Ups. So natürlich nicht, liebe Freunde. So, also so nicht. Ihr werdet euch jetzt denken, warum macht er da hinten eine Doppelwand hin? Weil da halt, wie schon gesagt, diese Postfächer rein sollen. Falsch. Map. Die Postfächer rein sollen. Da soll dann jeder, zum Beispiel ich, oder auch Zordan, oder auch Matrix-Schlange, der ja momentan, ganz liebe Grüße übrigens nochmal an Matrix-Schlange über den großen Teich, in der USA sich momentan aufhält und da ein Jahr in der USA sein wird. Und dann müssen wir mal gucken, ob er da überhaupt die Möglichkeit hat, sein Bürgermeisteramt weiter wahrzunehmen. Und wenn nicht, dann müssen wir da eventuell sage ich jetzt aber nicht, also nicht gleich alle schreiben, ich will, wir müssen da eventuell einen Vertreter einsetzen, solange wie er nicht da ist. Der würde natürlich dann auch wieder gewählt werden. Oder ich würde sagen, der Matrix bestimmt den dann. Haha. Dann bin ich fein raus aus der Nummer. So, gut. Wir müssen den Lehm holen, Freunde. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Und der ist ja in der Hammersomine. Rennen wir mal hier hinten rum. Hier entsteht auch noch was richtig Gutes. Aber das dauert noch ein bisschen. Und das Luftschiff, ja, ja. So viele Baustellen. Aber wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Und ich möchte mal wissen, wo der Flüchtling aus Ufotopia abgeblieben ist. Hat der überhaupt einen Namen? Ich weiß nicht, ich glaube, Ufos Leute, die haben gar nicht so... Das sind ja Sklaven bei ihm. Okay. Da haben wir jetzt den Clay. Den gebrannten Lehm. Ah, gerade fertig. Gut. Und die Farbe. Ah, ich glaube, habe ich die jetzt in der Höhle gelassen? Nee, warte mal. Wo habe ich die reingepackt? Hier? Ha! Bingo! Dich nehmen wir auch mit. So, und jetzt machen wir uns erstmal hier, färben wir jetzt den mal. Und zwar geht das so. Oh, da kriegen wir gleich viel raus. Hupsa. Naja doch, es sind schon einige. Es sind schon einige, liebe Freunde. Ich überlege gerade, das wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Deshalb würde ich sagen, wir machen den hier auch noch. Den färben wir uns auch noch schön ein. Ja. Doch. So, mal sehen, wie weit wir damit kommen. Den Rest lassen wir erstmal wieder hier. Also alles, was jetzt nicht gefärbt ist und natürlich auch den Farbstoff dafür, lassen wir hier. Okay. Ja, damit kommen wir erstmal hin. Hurra. Für die Poststation, weil ist ja ganz klar, gelb ist ja die Farbe der Post, ne? Ist nicht Magenta. Magenta ist ja Telekom. Magenta. Aber früher war ja auch die Telekom, gab's ja gar nicht ganz früher, da gab's ja nur die Post. Und da war das alles gelb. Auch die Telefone kamen von der Post. Ja, das ist lange her, aber es war mal so. Okay, Freunde. Ich bin noch ein bisschen überlegen. Ich probier's einfach mal. Komm her, wir fangen mal an. Kann ja nicht schaden. Hier wäre nämlich dann unsere Poststation. Und guck mal, wie schön der connected. Und hier wäre der Eingang sozusagen. Das heißt, hier können wir gleich freilassen. Zup. Und hier werden dann... hier ist die hintere Wand. Das ist das Wichtigste. Die hintere Wand ist das Wichtigste von der ganzen Poststation. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum das so ist. Haha. Okay. Ich mache das jetzt erstmal so. Und machen wir die Postfächer dann aus Lehm oder machen wir die aus Holz? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen am überfragt. Okay, die Wand wird dicht. Hier kommen überall Fenster rein, ganz klarer Fall. Wir kommen dann Masse mit hin, glaube ich. Hier kommen Fenster rein, damit hier ein bisschen Licht reinfällt in die Butze. Und ich denke mal, das sieht ganz schick aus hinterher, wenn wir dann da hier so ein Haus haben. Man kommt dann hier sozusagen rein. Und hier wären dann die ganzen Postfächer.
Okay, das machen wir auch noch zu hier. Kommt auch ein Fenster rein. Und hier kommt eine Wand. Ja, können wir auch erstmal, ups, ein Fenster reinmachen. Dann ist das ein ganz heller Raum. Ja. So. Okay. Und hier würden jetzt ein Regal dann hinkommen, natürlich, ne? Wo dann die ganzen Postfächer drin wären. Ich glaube, ich würde das aus Holz machen. Müssen wir mal schauen, wie wir das mal am besten organisieren. Ich hole mal Holz. Hier sind wir soweit fertig. Okay, hier muss natürlich dann noch der Fußboden. Wie machen wir den? Post, Fußboden, Post, Fußboden. Wie macht man in der Post einen Fußboden? Normal ist der gefliest, ne? Oh, hier fehlt noch eine Wand. Hier fehlt noch eine komplette Wand. Okay, machen wir noch schnell. Gut, man käme dann hier so rein. Hier wäre wahrscheinlich dann der Schalter irgendwo. Und hier wären die ganzen Postfächer. So weit, so gut. Ich überlege aber gerade noch, ob ich die aus... Also die Postfächer muss ich schon aus Holz machen. Passt mal auf. Haben wir Holz... Ah. Weißes Holz, das ist gut. Birke. Birke ist das Stichwort. Weil Birke ist nämlich so schön, das macht verbindet sich so schön und das passt auch, glaube ich, so zum sauberen Stil eines Postamtes, wenn ihr das versteht, was ich damit meine. Okay, na, dann haben wir hier sozusagen unsere Doppelwand. So. Und hier wären dann die einzelnen Postfächer. Mal gucken, wie wir das machen. So würden wir eins... Ja, wir können ja Kisten ruhig nebeneinander stellen, ne? Und machen wir dann eine Doppelreihe? Wäre auch machbar. Das soll schon bis unter die Decke gehen auf jeden Fall. So und so. Und hier dann, genau. Ah, da, warte, da oben müssen wir wahrscheinlich Stufen reinmachen. Oh, keine Axt dabei. Stufen reinmachen. Und hier wären dann die ganzen Postfächer drinne. Also hier würde dann sozusagen die erste Truhe stehen. So. Jetzt könnten wir natürlich hier neben auch wieder Holz setzen. Aber da würden wir gar nicht viel hinkriegen dann, ne? Dann würden wir eins, zwei. Hier wäre die zweite. Und dann wäre hier noch eine. Sozusagen, so ungefähr. Ja, aber das sieht aber eher nach Fächern aus. Das gefällt mir eigentlich. So. Ja. Und wir haben kein Birkenholz mehr. Verdammt. Ah, Leute. Ja, ich war ja gerade ein bisschen überlegen, weil ich hatte zwar den, hab zwar den Plan, hier eine Poststation zu bauen, aber wie das Ganze da... Wir müssen zu Hain. Ja, Hain. Hain ist der Förster, Wolko ist der Schmied. Tim ist der Dorftrottel und, ja, die andere kennt er ja auch hier, ne? Die rote Lola, die ist die Dorfbeliebteste. Genau, jetzt haben wir's. Ja, ich wollte ja auch nochmal so eine Dorfvorstellung machen, aber momentan ist es echt ein bisschen wirr alles bei mir. Und da müssen wir mal gucken, dass ich das hier irgendwie in der nächsten Woche oder so irgendwie hinkriege. Mal schauen, mal schauen. Da ich jetzt auch wieder arbeite, ist die Zeit nicht ganz so komfortabel vorhanden, möchte ich sagen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen bauen an der Poststation. Und dann warte ich da ganz rigoros auf eure Tipps und auf eure Anregungen, wie wir das Ganze bauen. Da bin ich eisekalt, Freunde. So, ich würde nämlich hier dann den einen rausnehmen. A, wir brauchen eine Axt. A, wir brauchen eine Axt. B, wir brauchen eine Schaufel. Aber erstmal nicht. Aber die Axt, die brauchen wir sofort. Zack. Und so, da haben wir sie. Und sie ist auch wunderschön. Okay, Eisen haben wir auch noch ganz viele dabei. Ich springe durchs Fenster, es geht schneller. Gut. Man könnte die natürlich auch immer so versetzt machen, aber ergibt das einen Sinn? Nein. So, da kommen nämlich dann Stufen rein. Also hier, da kommen, ich sag noch, da kommen Stufen rein und baue das Ding ab. Also manchmal ist es aber echt vermaledeit. So, und dann hätten wir hier und da ein Postfach. Viele sind das ja nicht gerade. Wir brauchen mal ein paar Stufen. Ist hier nicht irgendwo eine Werkbank? Hatte ich hier nicht mal eine? Und hier ist natürlich jetzt ziemlich verwinkelt alles. Aber das ist okay. Na, die Häuser stehen halt in Hunsgrab sehr dicht zusammen, weil der Baugrund hier so teuer ist. Und das ist der Baugrund. So.
Wir machen da nicht aus allen welche, sondern nur aus einem Teil davon. Zack. Und den Rest behalten wir als Klöpse. Und wieder ab durchs Fenster. Yeah. Und hier sollten wir echt noch Stein reinsetzen dann. Da können wir kein Fenster lassen. Fällt mir gerade so auf. Na, das kommt zu. So. Und dann müssen wir es hier auch zumachen. Okay. Und dann können wir das sogar noch rumbauen um die Ecke. Okay. Passt mal auf, Freunde. Ja. Hier hätten wir jetzt ein Postfach. Aha. Ja, ich würde sagen, so und so und so. Und dann ziehen wir die Postfächer bis ganz runter. Wisst ihr, was ich meine? So, dann können wir nämlich hier unten jetzt, ja, ich hätte mir vielleicht doch eine Schaufel machen sollen. Da unten können wir jetzt noch das normale Holz reinmachen. Und den Fußboden machen wir dann auch aus, dem Kram. Also hier, ne? Ihr wisst schon. Nein, wisst ihr nicht. Den Fußboden machen wir auch aus Birkenholzblöcken. Das wollte ich sagen. Ja, und dann sieht das auch gut aus. Wird das schon wieder dunkel? Wow. Verdammt. Immer wird's dunkel. Warum? An so einem Tag ist nichts dran. Aber ich muss noch ein bisschen weitermachen, damit ihr mir dann schreiben könnt, wie wir das Ganze gestalten. Wir haben hier noch ein paar Glasblöcke. Haha. Reicht das? Ja, da kriegen wir 16 Fenster raus. Jo, Leute, da können wir schon mal Fenster reinmachen. Das Glas packen wir wieder zurück. Nicht, dass wir unser Inventar so vollmüllen, ne? Das wollen wir ja nicht. Oh, und die Katzen sind am Jaulen. Habt ihr Hunger? Nö, denen geht's gut. Okay. Dann können wir nämlich hier gleich mal Fensterscheiben einsetzen. Das ist doch auch nicht schlecht. Und dann müssen wir hier noch ein Dach drauf machen. Wie schon gesagt, es wird eine ganz kleine Bude nur. Und ihr könnt ja mal schreiben, A, was da für Fußboden rein soll in die Poststation. Und B, wie viele Postfächer wir da sozusagen einrichten. Und ich denke mal, wir machen das so und dann kommen hier überall Truhen hin. Hier so übereinander in den Reihen. Und genauso wird es dann hier auch kommen, dass hier auch eine Truhe hinkommt. So, ich habe mir wieder keine Schaufel gemacht. Haha, brauche ich auch nicht. So, okay. Das sieht doch gar nicht schlecht aus, finde ich. Und dann können hier die Schilder nehmen, wen das einzelne Postfach dann gehört. Und der Plan ist im Grunde, dass wir dann sagen können, untereinander, alle, die auf dem Server sind, können dann... Entschuldigung. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nachricht für Zordern habe oder so, oder für Matrix oder für irgendwie wen anders, kann ich das hier in die Kiste reinlegen und dann kann der, wenn er hier mal vorbeikommt, am Postamt vorbeigehen und gucken, ob Post für ihn da ist. So ist der Plan. Erstmal. Ja, liebe Leute, schreibt mal, wie es euch gefällt. Wie schon gesagt, kommt noch ein Dach drauf. Wahrscheinlich ein rotes, hier, ne? Tropenholzdach. Und mit einem kleinen Überstand auch noch. Und die Fenster hatten wir schon eingesetzt jetzt teilweise, ne? Überall Fenster drin. Hier haben wir schon zwei drin. Ja, dann würde ich sagen, geht's das nächste Mal hier weiter. Vielleicht ist dann Alex schon da. Ich hoffe es mal. Wenn nicht, machen wir erstmal die Poststation fertig. Liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen.